Der Film hatte ein widersprüchliches Ende. Wir wissen, die Selbstbefreiung wird groß inszeniert, aber die überlebenden Retter, rein optisch, bilden eine Gegenbewegung, bleiben zurück, halten das schreiende, brüllende, weinende Kind. Ist Ihnen da irgendwas in Erinnerung? Warum wollte Bayer überhaupt, dass das Kind schreit die ganze Zeit? Wollte er das so wirklich, dass sie zurückbleiben, dass sie überrannt werden förmlich von diesem Sturm auf das Lagertor? Sagen wir so, ich weiß natürlich nicht, was Bayer im Kopf hatte, als er das inszenierte. Ich habe immer das Gefühl gehabt, und wir haben, merkwürdigerweise fällt mir nicht ein, dass wir darüber wirklich gesprochen haben. Ich habe den Schluss, diesen Dur-Akkord, den er da setzen wollte, erst in Moskau auf dem Filmfestival gesehen, weil ich da das erste Mal den fertigen Film gesehen habe. Vielleicht ist auch dieser Ausbruch, dieser Dur-Akkord zu kräftig gesetzt. Also mich hatte da sogar ein bisschen gestört, ehrlich gesagt, wie gesund die alle aus dem Lager liefen, die Häftlinge, weil sie waren kaputt. Kranke Menschen, sie hätten so nicht laufen können. Aber ich glaube, er wollte diesen wirklich Dur-Akkord setzen und wollte auch innerhalb dieses Dur-Akkordes cum grano salis, das Körnchen Salz haben. Jene, die zurückbleiben oder jene, die wie Apet selbst in dieser kleinen Rolle ein Jubeltanz der Befreiung tanzt mit einem Kind und dann aber zusammenbricht und an einem Herzinfarkt stirbt. Es mag in seinem Kopf gewesen sein, das ein bisschen zu vertiefen, indem er beide Seiten zeigt, die vorwärts drängende Dur, die Zukunft, und das auf der Strecke bleiben, denn alle, die Zukunft da aufbauen, die bauen sich geschädigt auf. Der Kopf kann nicht mehr normal ins Leben zurückgehen. Die Bilder, die diese Leute aus dem KZ mitgenommen haben, die haften im Gehirn ein Leben lang.